Hast du das gehört, dass letztens ein Krankenpfleger im Dienst mit einer Vase attackiert wurde? Nee, tatsächlich schon wieder. Es kommt ständig vor im öffentlichen Dienst, kann das sein? Ja, also wir als DBB-Jugend sagen ganz klar, Gewalt gegen Beschäftigte im öffentlichen Dienst geht gar nicht. Lass doch mal gucken, was die Abgeordneten dazu sagen. Ja. Gewalt gegen Beschäftigte im öffentlichen Dienst spielt leider immer mehr eine Rolle. Welche konkreten Maßnahmen wollen Sie dagegen ergreifen? Also wir müssen sehen, dass wir beispielsweise in den Verwaltungen dafür sorgen, dass die Strukturen ordentlich sind, dass wir ausreichend Personal haben, dass wir niemanden alleine lassen müssen mit problematischen Kunden. Also ich glaube, dass Verwaltungen da schon auch ihre Konzepte in den Gebäuden überprüfen müssen. Man muss schon darauf achten, dass natürlich hier Leute, die meinen, sie müssten ihren Emotionen da freien Lauf lassen oder gar gewalttätig werden, schon einen Riegel vorschieben, indem man auch Sicherheitsbestimmungen, Sicherheitseinrichtungen in Behörden durchaus da, wo es notwendig ist, anbringt. Und ich glaube, die Dienststellen müssen auch dafür sorgen, dass diejenigen, die Gewalterfahrung gemacht haben, anschließend betreut und beraten werden, wie sie damit umgehen können. Es ist wichtig, dass in jedem Betrieb oder auch in jeder Institution jemand da ist, der so was wie eine Ombudsfrau ist, ich sage jetzt mal bewusst auch Frau, um ein offenes Ohr zu haben und auch den Beschäftigten zu helfen, zum Beispiel zu den Vorgesetzten zu gehen, um dann auch tatsächlich die Beschwerden durchzusetzen. Wir haben ja in den letzten Wochen insbesondere die gesetzlichen Rahmenbedingungen für diejenigen verbessert, die beispielsweise in Hilfsorganisationen tätig sind. Für den öffentlichen Dienst betrifft es insbesondere die Polizei. Also dass all diejenigen, die im Auftrag des Staates tätig sind, die auch Staatshandeln durchsetzen sollen und dort angefeindet werden, in besonderer Weise geschützt werden. Und der große Unterschied zwischen normalen Personen ist, die gehen dann weg, wenn eine Schlägerei im Stadion ist. Polizeibeamte, Rettungskräfte, die müssen hingehen, um zu helfen. Deswegen müssen sie besser geschützt sein. Dazu reicht es aber nicht, technische Sicherungen einzubauen oder Securities aufzustellen, sondern wir müssen sehr viel deutlicher in der Gesellschaft machen, dass Gewalt kein Mittel sein darf. Ich finde, wir brauchen diese gesellschaftliche Debatte, dass das ein No-Go ist. Und da würde ich mir mehr auch klare Kante wünschen aus Berlin, die das verurteilt von allen Parteien. Wir haben ja gerade ein Gesetz gemacht und eine Strafverschärfung, gerade bei Übergriffen bei Polizei und Rettungskräften. Allerdings ist damit das Thema noch nicht erledigt. Ich bin der Meinung, dass wir genügend Gesetze haben, um Gewalt zu verfolgen. Gewalt ist eine Straftat und das muss natürlich dann auch, wenn es passiert, konsequent verfolgt werden. Strafrecht alleine ist natürlich nicht nur die Lösung. Das ist ein gesamtgesellschaftliches Problem, wie wir den Umgang miteinander haben wollen. Ich glaube, es ist absolut wichtig, dass wir erstmal quasi Bewusstsein auch für dieses Problem schaffen, auch Öffentlichkeit dafür schaffen und Aufklärung leisten. Letztendlich bleibt es aber auch bei den Richtern, dass die entsprechend vorgehen und dann auch das Strafmaß nutzen, was wir in der Rechtsprechung ihnen auch gegeben haben. Ich glaube, dass da auch manchmal etwas härter geurteilt werden könnte. Alle sind sich einig, Gewalt gegen Beschäftigte im öffentlichen Dienst geht gar nicht. Eine konkrete Lösung hat aber keiner parat. Wir arbeiten dran.